Jetzt gehen wir aber ins Herzstück des Festivals, nämlich aufs Gelände. Wir gehen ein. Unmittelbar neben dem Lunapark erwarten die Leute das knallrote Gummiboot und werden mit Schrecken feststellen, das ist nicht mehr da. Das knallrote Gummiboot ist Geschichte in Gampel, das heisst jetzt neu Easy Party. Das Konzept ist grundsätzlich das gleiche. Hier werden der Schlagermusiker bis zum Umfallen, Ballermann-Musik. Aber es sieht ein bisschen edler aus. Es ist eine Open-Air-Geschichte und innen hat es ein Zelt. Eine recht coole Geschichte, die ganz sicher wird einen Haufen Fans finden. Einer der wichtigsten Punkte und einer der wichtigsten Freuden hier am Open Air Gampel ist wahrscheinlich die Tanja Brunner, die Sanitätsverantwortliche vom Open Air. Sie kommt zum Einsatz, wenn es den Festivalbesuchern nicht gut geht. Tanja, was passiert hier, wenn es einem nicht gut geht? Also wir haben mobile Trupps unterwegs. Wenn es einem nicht gut geht, kann er sich direkt an mobile Trupps wenden. Wir haben Nüsse-Post, wir haben hier das grosse Notfallzentrum, das gut beschriftet ist. Die Leute können sich einfach melden, wenn es einem gut geht. Und wir werden hier mit 360 Leuten über die 4 Tage schauen, dass es ihnen wieder besser geht. Was für Fälle könnt ihr behandeln? Eigentlich fast alles. Also wir sind hier ein kleines Spital auf Platz. Wir haben hier von den kleinsten Sachen, sagen wir mal, was vom Samariterpost erwartet wird, bis zum Überwachungsbereich, der hier ist, mit Anästhesiepersonal, bis zum Schockraum, Ambulanz, alles auf Platz. Also es ist wirklich ein kleines Spital. Hier ein vorgeschobenes Spital. Und wenn es hier nicht mehr weitergeht, was passiert dann? Also wenn es nicht mehr weitergeht, das ist ein Patient, wo hier ist, was nicht so gut geht, haben wir so ein bisschen die Regel, 2 Stunden hier mit einspalten, schauen und dann sich verschlechtert, wenn es nachher wirklich Intensivmedizin über längere Zeit braucht, wo wir hier natürlich nicht können, Bett besetzen, dann werden wir schon mit Ambulanz auf Fispenspital oder wo auch immer, je nach Gesundheitszustand. Wir laufen hier durch die Dichhöfstrasse, da kann man Sonnenbrillen, Henna-Tattoos und alles Mögliche hier machen. Hier sind wir wahrscheinlich im kältesten Punkt des Open Air Gampel. Man denkt es nicht. Vorne hat es 35 Grad und hier innen ist es, glaube ich, minus 18 Grad. Unglaublich frisch. Matthias Övomoka, verantwortlich für den Stand. Was passiert hier eigentlich? Die Leute, die zu Hause sind vorne, die können gemütlich einkommen, speziell abkühlen und einen guten Trink nehmen. Ich gehe zusammen reinnehmen. Was für einen Drink gibt es denn hier? Es gibt spezielle, es gibt den Gampel Eistrink, der ist speziell. Den haben wir leider noch nicht hier. Aktuell haben wir nur so ein Himbeersirup mit ein bisschen Mineralwasser. Okay, wird ihn mal testen. He? Der VIP Tower ist in Gampel. Mitte auf dem Gelände, vis-à-vis von der Hauptbühne. Und wir gehen mal schauen, was man hier sieht. Wie es schon sagt, das ist ein VIP. Also das heisst, nicht jeder kann hier eingehen. Aber wir gehen mal miteinander schauen, wie das hier aussieht. Gets in my nose, run away. Just like a stray, pick up scraps. And nip in the caps, I said it then. Hier sind wir innen von diesem VIP. Es sieht sehr gediegen aus, sehr schön, sehr schick. Das ist wichtig, weil wir häufig glatte Gäste haben. Und derer, die so ein VIP-Ticket kaufen, das kostet recht viel Geld. Wir haben hier eine Partnerschaft mit Valle Prime Food, kompromisslos Wallis. Es gibt also nur Walliser Produkte, wie Walliser Cholera und Walliser Fleisch. Sehr, sehr eine schöne Sache. Und der Tempel ist zweistöckig. Im oberen Stock ist das legendäre Dining View. Und da gehen wir jetzt mal schauen, wie es da aussieht. Dining View ist ein Konzept, das wir gewählt haben für all jene, die das Festival-Feeling gleich noch miterleben wollen, aber nicht mehr unbedingt ins Getümmel wollen und reingehen, mitstreien. Und hier erleben sie wirklich hochständige Gastronomie vom Stahlbach in Fisch, wo gekocht wird. Man kann hier den ganzen Abend essen und reichen, so viel das man will, und hat den perfekten Blick auf die Hauptbühne. Das war eine kurze Rundgang durch das Open Air Gampel mit einem Haufen Neugierigen, mit einem Haufen Sachen, die ihr kennt und ihr liebt. Ich hoffe, ihr habt Spass an dem Open Air Gampel. Macht eine Party zur Party vom Lebens.